Digga, der Song. Ich geb's zu, ich brauche mittags noch so meine Zeit, um anzulaufen. Aber bei dem Song, dann kommen gleich die derben Plays. Moin Leute, Trimax hier. Wir zocken mal wieder Clash Royale auf dem Free-to-Play-Account. Es kommt schon wieder eine neue Challenge raus. Ich weiß nicht, wir haben jetzt die letzten 20 Challenges am Stück gezockt. Chef Strobel ist auch wieder da, fordert mich heraus. Diesmal königliche Luftpostlieferung. Ja, ich glaube, die letzten drei Mal hat Chef Strobel gewonnen. Ich muss mir da auf jeden Fall die Subgifts wiederholen. Einsatz ist wieder 10 Stück. Der Free-to-Play-Account neigt sich. Die Challenge ist, denke ich, bald zu Ende. Ich habe alle Legendaries. Jetzt muss ich nur noch alle Karten auf Turnierstandard bringen. Und dann geht's los. Hier nehmen wir nochmal alles mit. Hier haben wir das Gold. Frost auch nochmal immer schön Shop leer kaufen. Zack. Bald startet ja die neue Season. Und da ist ja ganz wichtig, die meisten von euch holen sich ja den Gold Pass, den Season Pass, was ja, wenn man Geld ausgibt, die sinnvollste Option ist. Denkt auf jeden Fall an den Creator Code Trimax, freue ich mich sehr drüber, ist unfassbar geiler Support und euch kostet das gar nichts. So, und jetzt muss ich mir überlegen, was ich für ein Deck bastle. Oh, warte mal, dann weißt du, was wir spielen, anstatt dem Dings. Ich weiß, wie wir... Ja, jetzt hast du knacken lassen, Junge, was ist los bei dir? Was bist du für einer? Mensch, mach mal. Na ja, komm. Schon ein Deck, oder was? Ja, ist ja, nee, ich warte. Ich spiele seit 17 Minuten. Ach, du spielst schon wieder so ein Mülldeck. Ich sehe es wieder in deinem Stream. Warum guckst du immer mein Deck an im Stream? Guck mich zum Beispiel an. Ich habe seit über einem Jahr dein Stream nicht offen gehabt. So. Gut, aber das Ding ist einfach, warum spielst du auch Nado und Holz so wie ich? Das hast du von mir wieder gehört. Ich habe das Deck doch schon ausgewählt, bevor der Stream überhaupt an war. Okay, ich nicht. Leute, wir spielen's. Ich habe Eier. Wir machen es jetzt einfach mal. Sonst müssen wir wieder so Sachen von Max anhören. Wir spielen einfach Golem, weil okay, 3, 2, 1, kämpfen um 10 Subgifts. Let's go. Die letzten Male. Ich würde sagen, ich verliere. Wann? Aber das werde ich nicht verlieren. Ich muss erstmal die Ihr wisst nicht, wie krass ich mit Golem bin. Ja, du nervst. Du bist mit Golem bist du nervig. Du kannst dich einfach in jeder Challenge Golem spielen, nur weil du Golem gut kannst. Oh, guck mal. Er spielt Inferno-Turm, der Dumme. Der ist so dumm. Der ist so dumm. Es gibt vor allem super früh die doppelte Elixierphase. Ja, das ist Beschleunigungskampf. Ja, also warum sagen denn alle, dass Elixier Golem, oder warum Golem nicht gut sein soll? Das verstehe ich gar nicht. Oder, Rick? Digga, der Typ spiegelt den Lightning. Tut er noch ganz ticken, oder was? Gewonnen. Da hin? Ja, also mein Gegner ist schon wieder der Psycho, also aus der Hölle. Baby doch gegen Guards. Ey, bei mir leckt's zurzeit Clash Royale die ganze Zeit. Ich hab voll oft Disconnects. Das liegt eigentlich am WLAN. Ach, Digga, was ist das denn? Ich kann bitte noch einen Lightning cyclen für den Damage. Yes! Oh, verteidige das, bitte. Warum geht er rein? Max! Ja! Das war so strong rechts, das war so strong. Das war einfach. Ich kotze, wenn ich geil spiele und verliere. Firecracker könnte ein Problem werden für uns, Chat. Magic Archer trifft den Turm, geil. Geil, danke, Magic Archer. Trifft immer noch den Turm. Wow. Nein. Turmhälfte Leben, ich liebe den Magic Archer so sehr. Ich finde ihn fantastisch. Ich kann auch super gegen ihn spielen. Nee, den er spielt Sparky. Er spielt Sparky. Mega-Ritter. Das ist kacke für dich. Ich habe nichts Elektrisches dabei. Das ist gut, das habe ich nämlich alles dabei. Ich glaube, ich sollte den Nado mitnehmen. Jetzt, let's go. Jetzt werde ich krass. Jetzt sind wir drin. Reicht das schon? Ist das schon der Push, mit dem wir gewinnen? Sehr gut, man die Brücke. Ja! Ist halt strong, da merkt man das Deck. Da spiele ich auch Public, da spiele ich im Ladder, das habe ich drauf. Da kann ich auch auf die verschiedenen Spielweisen des Gegners mich anpassen. Manchmal ist es immer aggressiv rein mit dem Friedhof, manchmal ist es Öfenstacken, manchmal ist es eine Defense in eine Offense ja, verwandeln. Digga, what? Ich habe mit dir getauscht? Wusste ich gar nicht. Ja, hast du gebraucht? Was? Den Lava-Hund. Oh mein Gott! Hä, da stand, ich bekomme! Ja, war ein Witz. Alter, leck mich, was? Junge, what? Ich hab dich kurz Du hast dich komplett verarscht, hast du noch nie geschafft. Junge, ich hab dich gerade so verarscht, Junge, zum allerersten Mal hab ich Max. Du hast dich so verarscht. Oh man, ja, ich hätte Lava-Hund gebraucht. Ich hab den Graveyard eh schon auf 10.
Ich hab Lava und ich will Lava und auf 10 bekommen. Ich will Graveyard auf 11, Digga. Ja, ich hab halt den Lune. Oh, scheiße, da habe ich kurz ein bisschen Angst gehabt. Ja, warum dann Henker und dann Poison? Wir probieren es rein ins Game, let's go. Ich spiel 2-2. Die ist nicht griffig, ich kann die Challenge nicht greifen. Ich kann sie nicht greifen. Sonst gibt's immer so ein klares Deck, was funktioniert in jeder Challenge, aber die Luftpost ist jetzt auch keine Karte, die man jetzt unbedingt kontern muss oder mit der man kombinieren kann. 10 Subs, Aerox. Wir haben 10 Subgifts, wie immer. Er spielt einfach Holzfäller-Ballon. Ja, mit den Holen in der Luft habe ich jetzt nichts gegen. Och nee, wir spielen gegen Packer. Fuck jetzt, scheiße, Alter. Okay, ich hab ein schweres Matchup. Wir spielen gegen Packer. Okay, das wird nicht geil. Oder ist das Packer? Also es sieht sehr, sehr, sehr stark danach aus. Meiner spielt ein komplettes Luftdeck. Oh, er fängt mich ab. Er spielt wie ein junger Gott. Poison Predict. Erklär mir gut, ich in diesem Spiel bin. Oh, ich glaube, ich habe ihn gerade ziemlich gut mit Poison Predict erwischt. Ich habe ihn eiskalt erwischt. Echt? Ja, habe ich ihn eiskalt erwischt. Ich weiß gar nicht, ob ich da nochmal mit Golem reingehe. Wäre ich gar no need to, aber mache ich trotzdem, weil ich es einfach kann. So. Ich weiß es nicht. Er würde wieder hier reingehen. Tornado ist nicht ready. Wie viel Damage macht Ballon? Bei Tornado ist nicht ready. Schön. Ich hab verloren. Niemals. Ich hab verloren. 2-3. Challenge vorbei. Oh ja, das waren die einfachsten 10 Saugifts ever. Ich habe einfach Golem gespielt und alle sagen, ich würde verlieren und ich stehe 5-0 oder so. Ich kann es nicht fassen. Max, das Junge, er spielt Ballon, Rage und Holzfäller mit Minion-Horde. Und ich habe den Baby-Drake nicht dabei. Die Challenge kann mich nicht so wegtriggern. Wisst ihr noch die Ballon-Challenge damals? Das kann ich auch so eine Challenge sein, die mich so aggressiv macht. Das geht nicht. Weil es kostet nur 10 Gems, um wieder reinzugehen. Ich spiele auch mal bei meinem nochmal weiter. Also wie gesagt, Golem mit E-Dragon ist stark. Also ich habe noch kein Game verloren. Die Leute kommen darauf nicht klar mit der Kombination E-Drag und Elektromagier. Das Deck funktioniert. Das Deck ist so grundsolide, Alter. Okay, los geht's. Coach mich. Los. Na, warte, ich komm. 10 Gems bezahlt. Ich kotz. Das ist ja absolut die Pest. Also wer jetzt noch dreimal verliert, dann war's das. Okay, warte, ich komm. Jetzt kannst rein. Bin drin schon die ganze Zeit. Du spielst erst den Golem bei der doppelten Elixierphase. Klar. Jetzt am Anfang guckst du einmal, wie die Guards gesplittet werden. Oder die Dings. Jetzt kannst du da Mega-Minion nach hinten auf links. Ja, oder so. Aber ich würde eher dann sogar den Mega-Lakai spielen, weil weiß nicht, was er spielt. Aber ich glaube, er spielt Lockbait. Na, doch nicht. Vielleicht kannst du Lumberjack oder Guard spielen. Super. Ja, ist okay. Guards sind einfach umgefallen. Links, Lumberjack. Passt. Kannst durchlaufen, so den Rest lässt du. Turmhälfte leben. Passt. Jetzt kannst du links hinten gleich Golem spielen. Ganz links hinten? Also näher hinter deinem Turm einfach. Ich hätte ihn nicht so weit vorne gespielt, aber ist okay. Das mache ich jetzt mit Holz gegen die Princess? Nee, da kommen noch die Guards. Na gut. Ah, jetzt kannst du holzen. Holzen. Links brauche ich jetzt einen Elektro-Dragon drüber. Ja. Und einen Mega-Dragon. Kannst du den mit der Guard spielen? Mhm. Na, passt. Poison auf Babydrache und Princess. Der Gegner ist jetzt aber auch mit Abstand der schlechteste bisher. Er setzt einfach meine Backup eine Widerreiterin rein. Ja, weil er wahrscheinlich nichts anderes hat. Bullshit, man hat doch was anderes als eine Widerreiterin auf der Hand. So, den Turm hast du wahrscheinlich schon so gut wie. Ah, ich hätte vielleicht sogar nochmal links mit Golem-Druck gemacht, weil du hast den Turm noch nicht 100%. Weil Ghost ist ja auch komplett scheiße. Links, ne? Lumberjack links. Lumberjack Holz. Ja, passt. Perfekt. Du musst ja nochmal links den Golem spielen. Ich weiß nicht, ob du den rechts jetzt gespielt hast. Ah, supporten einfach mal rechts, ja. Mein Megamin ist nur auf 8. Ah, ich merk's. Poison auf Princess im linken Turm. Schön. Das können die gar die
die königliche Luftpost. Ja, der hat nochmal Hit rausbekommen. Ich glaube, Holz in Reich, links Polz. Polz, ja, Polz ist unterwegs. Danke. Muss nochmal. Ah, ne, vorbei. Und nu? Ja, hast du noch einen Lumberjack? Ja. Jetzt wird's knapp von der Zeit. Nein. Rechts Megalakai. Ja. Das ist ja eigentlich nochmal links Poison. Ja. Oh, der connected, der Hit connected. Aber mir laggt halt alles. Ich weiß nicht, was mit den Servern los ist. Jo. Er war auch so mit Abstand der schlechteste Gegner. Jetzt kotze ich. Mit dem hätte ich auch mit dem doofen Deck gewonnen. Hätte ich Splash Yard gewonnen. Friedhof Deck. Den habe ich alles gewonnen. Direkt in die nächste. Ich glaube, wenn man paid, kriegt man schlechtere Gegner. Ich würde es sogar sehr zutrauen. Wenn man sich wieder rein paid. So, nächstes Game. Ja, ist ja traurig. The Chinaman 256. Schon auch übel in Quarantäne gerade in China und denkt sich so, scheiße, jetzt verliere ich gegen so einen dummen Deutschen. Das denkt er sich, ne? 100% denkt er sich. Jo, was war das für ein Koboldfass? Hat mich ja übel verwirrt. Der Schruber, mir ist gerade knapp. Bowl. Knapp. Knapp? Kann jetzt doch links hinten Golem spielen. Du hast irgendwie Lex. Vorne. Muss ein schöner Poison kommen. Ich sehe gerade nur deine Stream-Dings mit Delay wahrscheinlich. Wow. Das ist ja lost. Das kannst du mal direkt einstellen. Jetzt. Kann ich zugucken. Kann man bitte irgendwas connecten jetzt hier mal? So geht's ja mal nicht. Komm, connecte doch jetzt mal was. Bitte! Echt? Es connectet nichts! Jetzt nochmal Golem hinten. Nö, oder einfach nur rechts. Ja, ich habe jetzt, hier ein fatales Problem, dass hier jetzt überall Kotze auf meinem iPad ist. Holz und Guards. Ah, oh, ist doch auch. Hä, ist doch gut. Hä? Null! Ja, jetzt kannst du nichts Golem spielen. Ja, ja. Ist unterwegs. Wie schlecht von ihm. Ich weiß nicht, warum spielst du ihn jetzt nicht vorne, wenn er seinen Bombenturm raus hat? Hä? Was ist los? Starke Guards, die hab ich drauf. Er hat seinen Bombenturm an die Brücke gespielt und du spielst den Golem jetzt hinten. Alter, ja. What? Ja, ja. Das macht keinen Sinn. Poison. Na, guck mal, wie er zusammenzieht. Er ist jetzt wieder gut. Ja, aber das hast du jetzt auch wieder nicht gut gespielt, muss ich auch wieder mal ganz ehrlich sagen. Jetzt geht's richtig los. Du kannst auch Cycle mit Poison. Nein, was machst du? Links Holz. Holz. Poison. Poison jetzt. Du hast ein Spell mehr als er. Spell ist. Du musst jetzt einfach nur. Ich hau jetzt nur noch die günstigsten Karten raus. Nur noch die günstigsten Karten. Und dann einfach Cycle. Cycle. Gut. Cycle. Er macht's auch so falsch. So. Und jetzt noch Poison hast du gewonnen. Go, Poison drauf, schnell, drauf, Poison, drauf. Poison ist drauf. Hast gewonnen. Ekelhaft. Hey, wie dumm ist er denn? Warum spielt er denn zur Hölle sein Koboldfass auf das Game. Andere Gebäude? Das macht absolut keinen Sinn. Digga, der war shit. Aber du hast auch gerade zum Beispiel, du hast doch gerade den Golem an die Brücke gespielt. Wieso machst du das nicht nochmal, als er den Bombenturm an die Brücke rechts spielt? Dein Golem wäre einfach durchgelaufen. Ich spiel keinen Golem. Ich spiel keinen Golem. Ich bin raus. Ich kann nur Golem spielen, wenn mich Flobby 50 Stunden lang coacht. Das kleine 1x1 von Clash. Golem an die Brücke, das ist das 17x17. Oh, nice. Ich werd grad so zerstört. Oh, das Holz noch. Habt ihr das Holz gesehen in meinem BM Good Game? Oh, danke. Dieser BM mit Good Game hinten dran, das hat mir halt alles wieder gegeben. Wirklich alles hat's mir das. Oh, er wird gierig. Geil. Das ist Hammer. Da habe ich ihn aber ganz. Aber gut. Good luck. Oh, das Holz. Köstlich. Ich habe gewonnen. Let's go. Er wurde gierig. Oh, ist das gut. Ist das geil. Eigentlich hätte ich jetzt 3 Niederlagen, aber ich habe noch. Also, ich habe 3 Games. Haben sich angefühlt wie eine Niederlage, aber ich habe alle 3 noch gewonnen. Passt aber. Und nu? Golem nochmal nach hinten? Ich würde sagen, nee, erstmal die. Erstmal verteidigen links. Holz hast du? Das ist ein starkes Holz. Und noch ein Lumberjack, wenn du hast. Das ist ein starker Lumber. Oh! Schiffstraube! Ja, hätte ich kurz gefickt. Das war heftig. Hast du noch Mega-Minion? Ja. War guter Lightning, muss man ihm lassen. Na, egal, ist okay. Ich setze ihn wieder in Holzfäller, wenn du ihn sagst. Nie wieder in meinem ganzen Leben. Du bist halt unser Sohn Lumberjack. Das ist ja Risky Taktik, let's go! Okay. Das geht natürlich auch. Poison. Poison kommt gleich. Poison kommt. Poison ist unterwegs. Und spät, der ne? Golemite
connected. Okay, perfekt. Er hat sein Dings draußen. Jetzt gehe ich noch voll rein. Ich gehe noch voll rein. Da sind doch noch die Mini-Golems auf dem Boden. Er muss aber... Na, hast du E-Wizard? Bam! Okay. Golem muss an die Brücke spielen, weil er geraged ist. Und jetzt musst du gleich verteidigen. Poison noch. Poison. Und E-Wizard. Jetzt connect, er predicted alles schon wieder. Oh, ich hab ein scheiß Holz gesetzt. Egal, ich hab gewonnen. Ja. Nur durch meine Risikotaktik. Du hast ja Golem nach hinten. Nee, ich hab Golem an die Brücke, Musketieren abgefangen, Elektro-Dragon hat gelebt, das war der Damage. Ja, war gut. 9-0. Und, was sagst du zu dem Deck? Ich finde es, appreciate, dass es gut ist, danke. Ich finde es schade, dass es funktioniert. Die Challenge sind immer darauf aufgelegt, so die Mauerbrecher-Challenge, die Elite-Barbaren-Challenge, das waren alles mega geile Sachen. Oder die Königsschweinchen, die Royal Picks, heißt das so? Ich weiß gar nicht, wie die Karte heißt. Dass man die mal verteidigen muss und darum den Deck bauen. Das ist einfach ein komplettes, normales Deck. Und die Luftpost ist jetzt nicht, dass die einen Hardcounter hat oder dass du die mit irgendwas Krassem kombinieren kannst. Die war einfach nur so dabei. Random ploppt mal ein bisschen Damage, random läuft mal so ein Guard-Fake rum durch die Map. Also es war jetzt nichts, das war keine markante, die war nicht griffig. Weißt du, was ich meine, die Challenge? Mhm. Und dann hat einfach ein normales Golem-Deck funktioniert. Das zeigt ja schon, dass die Challenge jetzt nicht irgendwie, ja... Sie hatte kein Profil, kein Charakter, die Challenge, weißt du? Aber trotzdem nice für den Deck, im Endeffekt.